Ja, herzlich willkommen heute zu einem neuen Video für euch. Es geht heute in diesem Video bei mir um meine letzte Fassadengestaltung, Renovierung, Sanierung. Hier seht ihr einen Dehnungsfugen. Ja, wie will man sagen, es ist kein Riss, es ist einfach eine Dehnungsfuge, wo sich das Haus auf der Seite ein bisschen nach links bewegt hat und die gehört jetzt zu schließen. Und wie machen wir das am besten? Das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei. Für euch nochmal hier abgefilmt, wie diese Bewegungsfuge auseinandergegangen ist von dem Haus. Ist natürlich sehr stark, finde ich, aber man kann sowas beheben. So ein Haus arbeitet mal. Wer weiß, woher das gekommen ist, kann man jetzt auch wahrscheinlich nach den 20 Jahren, ist das Haus jetzt hier alt, kann man jetzt auch schlecht beurteilen, vielleicht im Untergrund ein paar Bewegungen. Ja, aber auf jeden Fall gehört das geschlossen und das machen wir als allererstes mit dem Schaum und dann die Pistolenaufsatz, Schaum schütteln vorher, Pistole aufdrehen und dann geht das los. Wir fangen von unten an und gehen immer stückweise mit wenig Schaum drauf. Nicht gleich zu viel machen, weil der fällt dann einfach runter. Der muss erstmal ein bisschen aushärten. Und das Ganze machen wir dann, bis ausgeschäumt wird. Hier, ich kann mit dem Finger hier reingehen, bis hierher. Das ist noch die alte Putzschiene, was eigentlich optische Dehnungsfuge war. Hier sieht man auch noch ein bisschen, es ist da wahrscheinlich so Fassadenrissdichter. Hier sieht man auch die Putzstärke noch, 1 cm. Also Schaum ausspritzen bis hier hinten. Das hier vorne wird nicht ausgeschäumt, da ich ja Flankenbildung brauche und dann hier mein Fugenmaterial aufbringe. Hinter mir ist es jetzt fertig ausgeschäumt. Ich habe bewusst nochmal in der Mitte ein bisschen nachgeschäumt, um einfach ein bisschen mehr Füllfläche, Füllmaterial auf dieser breiten Fuge zu haben. Ja, bewusst, um später mit dem PU-Material, was wir dann am nächsten Tag verwenden zum Ausfugen, nicht solche Schwierigkeiten bekommen. Das Ganze muss jetzt einen Tag stehen bleiben und am nächsten Tag kann man es dann ausfugen. Zum Pistolenreinigen selber habe ich jetzt hier nochmal einen PU-Reiniger. Den kann man verwenden, wenn die Kartusche leer ist, zum Aufschrauben und kann die ganze Pistole sauber machen. Wenn man sie nicht mehr verwendet, dreht es einfach zu und macht das hier vorne sauber, lasst es stehen. Aber Vorsicht, wenn die wirklich zu lange steht, dann geht auch die Pistole zu. Dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht die halbe Dose abschraubt, die dann natürlich nicht mehr verwendbar ist, weil oben die geköpft ist mehr oder weniger und der Schaum ausdringt, dann ab in den Müll damit und die Pistole reinigen, denn die Pistole hier kostet mehr wie die Dose. Dann müsst ihr überlegen, was euch wichtiger ist zum Reinigen. Ja, jetzt gehe ich noch mal hinter auf die andere Rückseite, schäume das dort auch aus und dann sehen wir uns gleich wieder zum Ausfugen mit dem Material. So, der nächste Morgen ist angebrochen und jetzt kommt es zum Ausfugen. Jetzt habe ich für euch noch mal kurz das abgefilmt, was ich da für Material verwende. Und zwar ist es das Sista 154. Ist ein PU-Material, was den Vorteil hat, dass es eben innerhalb von 24 Stunden aushärtet. Ja, also
Sprich, man kann es dann auch direkt am nächsten Tag überstreichen. Und es ist eben elastischer wie ein Acryl oder ein Ritzacryl, mehr oder weniger. Ja? Wie ich das Ganze verarbeite, ist ganz einfach. Man kann das herkömmlich machen mit einer Skelettspritze. Ich bevorzuge aber das jetzt hier mit der elektrischen Spritze. Die habe ich mir mal zugelegt von Skill. Die ist schon ein paar Jahre alt. Kaum benutzt, wie man sieht. Die drückt dann für mich elektrisches Material raus. Das ist super, weil das sehr zäh ist. Ja, sollte man beachten, dass es nicht so einfach zum Verarbeiten ist. Zum Schluss, wenn wir das Material aufgebracht haben, wird es dann mit einem Klettmittel, also ich nehme jetzt hier Spüli, also ein Pril einfach, weil das somit das beste Spülmittel ist für Silikonfugen, oder es gibt auch Klettmittel, die könnt ihr dann verwenden. So, Spitze ordentlich gekürzt und ordentlich auf der Dicke auch gekürzt, und jetzt wird das Material von unten nach oben aufgebracht und dann legen wir los. Ja, jetzt habe ich es euch kurz gezeigt hier oben, also erstmal wie man das ausfugt. Das ist sehr viel Material. Ich habe jetzt hier für diese 3 Meter, vielleicht 3,20 Meter, 4 Kartuschen gebraucht. Ja, zum Kletten. Wenn ihr, also das Material kann man verwenden auch für Fenster, Türenanschlüsse, dann würde ich es immer abkleben, weil es ja doch schmiert. Und dann könnt ihr das hier mit so einer Mundspachtel, die kriegt ihr in der Apotheke, könnt ihr schön ziehen, die könnt ihr euch auch zurechtschnitzen, je nach Fugengröße, oder eben dann diese aus Kunststoff nehmen. Bei so breiten Fugen gibt es keine breiten Geschichten oder irgendwie sowas. Sowas wird, was wir früher gemacht haben in der Betonsanierung, die Fugen haben wir auch von Hand einfach mit dem Finger modelliert. Dazu haben wir ja unser Werkzeug. Das Ganze einsprühen und dann geht das los. Und dann einfach mit dem Finger das Ganze sich dann so hindrücken, wie man es braucht. Deswegen ist es wichtig, nicht zu viel aufzutragen, sondern vernünftig. Dann ist wichtig, die Flanke zum Rand anzudrücken. Und dann geht man einfach her und geht mit dem flachen Finger drüber. Man hat eine schöne, vernünftige, auch optisch ansprechende Dehnungsfuge, die jetzt natürlich hier und da ein bisschen über den Putz geht. Das soll ja auch verschließen, da der Putz ja auch grobkörnig ist. Das Ganze wird ja noch gestrichen, scharf abgeklebt, hinterfüllt, und dann wird das Klebeband scharf abgezogen. Dann haben wir ja auch eine scharfe Kante, also nicht vergessen, das bleibt nicht so. Also, ich muss sagen, das ist schon mal hinter mir eine richtig, ja, ansehnlichere Fuge jetzt auf jeden Fall geworden. Das passt. Das Ganze
müsst ihr euch so vorstellen, beim Verarbeiten, das ist so eine Art wie Kaugummi und durch den PU-Anteil könnt ihr damit echt spielen, so ein bisschen wie Knetmasse. Also ihr seht ja, meine Finger sind sauber, es ist nur Spülmittel und ihr könnt es wirklich sanft hindrücken und deswegen auch ein bisschen mehr oben liegen lassen, weil ihr könnt das wirklich noch reindrücken und an den Seiten verteilen und verankern, mehr oder weniger. Und dann einfach mit dem Finger schön glatt ziehen und dann sieht die Fuge auch vernünftig aus. Ja, das war's jetzt erstmal hier. Aushärten lassen. Ich komme in 2 Tagen wieder. Ich lasse es bewusst länger stehen. Ich muss sowieso die ganze Fassade streichen, davon mal abgesehen auf der Seite. Und dann überstreichen wir das Ganze und dann schauen wir mal, wie schön denn diese Ecke geworden ist. So, also jetzt wieder live dabei. Kommen wir zum letzten Tag, heute zum Finish Day, der Freilach, der bekannte Freitag. Ich habe jetzt die ganze Sache hier hinter mir schon fertig gestrichen, habe es bewusst jetzt auch nicht nur 2 Tage, sondern 3 Tage die Fuge hier stehen lassen, einfach um die anderen Fassadenseiten für mich als Vorsprung weiter zu streichen, weil das Wetter war relativ gut mit 14 bis 20 Grad, also eigentlich eine sehr schöne Temperatur, um Fassade zu streichen. Ganz angenehm für den Oktober. Ich habe jetzt hier hinten schon die Seite fertig gestrichen, auch schon abgeklebt mit meinem blauen bewussten Klebeband, dieses KIP 33.7, also 33.07. Mein Favorit in Sachen scharfe Kanten im Außenbereich, auch im Innenbereich, weil es sich vom Klebverhalten wesentlich besser abmachen lässt wie ein Goldband. Besser als alle Goldbänder, die ich hier in der Hand hatte. Nur so viel dazu. Das Ganze jetzt schon dagegen gestrichen mit der Untergrundfarbe. Und jetzt gehen wir her und streichen so einen angepassten Farbton, den ich jetzt noch hatte. Ein bisschen Umbra rein, dass es ein bisschen gebrochen aussieht. Fahre ich jetzt hier runter, streiche das Ganze 2-mal. Und dann ziehe ich im nassen Zustand das Klebeband ab und dann schauen wir uns die Fuge von Weitem nochmal an, wie das Ganze aussieht. Also, let's go. Ende des Videos, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe die Seite jetzt 2-mal nachgestrichen und Klebeband abgezogen und jetzt sieht das Ganze hier wieder vernünftig und frisch aus. Ich habe auch noch mal den Nachbarn gefragt, soll ich nicht die Vorderseite mitstreichen, damit das Vorderflächenbild der Hausfassade ein einheitliches Bild gibt, falls Fragen aufkommt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage da mal nach. Aber da werden noch einige Umbauten stattfinden hier in dem Haus, deswegen hat der gesagt, das macht jetzt erstmal keinen Sinn, aber das ist auch völlig in Ordnung. Also, ihr habt jetzt hier gesehen, das Ding ist jetzt mal abgefugt und wie gesagt, man muss es ein bisschen beachten und im Auge behalten, da das Haus ja irgendwo gearbeitet hat bei dieser Art von Bewegung, jetzt haben wir Winter. Jetzt hat sich das Ganze mehr oder weniger zusammengezogen. Der Kunde jetzt hier drüben meint auch, im Sommer hat man meistens 1 Zentimeter mehr von der Öffnung her gehabt. Und ja, da meinte ich auch, das muss man mal beobachten, ob die Fuge das schafft, diese Dehnungsbewegungen aufzunehmen, weil das Haus ja doch sehr arbeitet. Da muss man dann eventuell nochmal nachfugen. Aber ihr habt jetzt in dem Video gesehen, wie man solche Sachen am einfachsten und am besten schließen kann. Und wie gesagt, das macht ihr mit dem Schrauben, mit dem PU-Material, das Ganze aushärten lassen und dann könnt ihr das auch nachstreichen. Das ist der Sinn und Zweck von dem PU-Material. Alles andere würde auch wieder aufreißen
und nicht funktionieren, also beziehungsweise ausspachteln oder irgendwie sowas. Ja, ihr hört es an meiner Stimme, ich habe Husten, Schnupfen, Fieber, Heiserkeit, aber es geht trotzdem weiter, so ist das eben. Ja, ich sage ganz einfach vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Die anderen Geschichten, was ihr angucken wollt, gerne hier oben. Würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Zum fünften Mal, euer Malermeister Klinger. Ciao.